Dietmar, Cynthia, langsam ist gut mit dem Geflirte hier. Wir wollen jetzt an die Arbeit gehen. Na? Aber keine Sorge, es wird Fun of Fun. Denn, vielleicht habt ihr die Mail gelesen, wir sind mittlerweile nicht mehr die KISSBACK-KG. Nein, wir sind KISS-Spaß Incorporated. Ja, unsere Stollen haben so einen großen Absatz gemacht, dass wir auf dem Absatz kehrt und ab uns auf den Weg in die Spieleindustrie, in die Spielzeugindustrie gemacht haben. Da freuen sich die Kiddies, da freuen sich unsere Geldbeutel. Das wird großartig. Aber was wollen wir produzieren? Das ist die Frage und die habt ihr mir teilweise beantwortet. Und zwar hier das erste, bester Freund von Santa Claus. Ja, man kennt ihn, man liebt ihn, er hat eine Nebelleuchte. Rudolf, the Red Nose Reindeer. Er hat scheinbar auch Nebelhorn. Aber da frage ich mich natürlich, stille Nacht, heilige Nacht, wird das gewahrt? Na, das sollte man aufrechterhalten. Aber hier, guck mal, da haben wir noch was. Hier was Schönes, ne, für die ganz, 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 ganz Kleinen. Es geht um Nikoläuse zum selber züchten. Oh ja, ein Bastelset. Und das finde ich eigentlich ganz gut, ne? Da ist ein bisschen Köpfchen gefragt, Eiskratzen, Kopfkratzen liegt nah beieinander und oh, Nissen ist Macht, heißt es ja. Also, ich finde, das ist hoch auf meiner Liste. Dann haben wir hier noch für Corona-Leugnende und Weihnachtshassende ein süßes kleines Plüschtier. Es ist Richard David Ruprecht. Wer bin ich? Und wenn ja, wo ist der Glühwein? Da wird die Route berechnet. Da wird auf die Finger gehauen. Ja. Ihr versteht, ihr versteht. Dann haben wir hier Ideen für Lebkuchen. Klebkuchen, Schwebkuchen und nach höherem Strebkuchen. Sorry, ne? Dietmar, da hast du die Mail nicht gelesen. Ja? Das ist mittlerweile nicht mehr unser Image. Aber hier, da haben wir noch was ganz Originelles. Das ist nicht unbedingt ein Spielzeug, nein, es ist ein Sprechgesangalbum. Ja? Und da dürfen sich Gestirne dissen. Oh, klingt spannend. Ja? Der Arbeitstitel ist Stern über Rap-Bethlehem. Oho, haben wir auch schon eine Hörprobe da? Dank mir kamen Schäfer und Könige, ein paar Engel, ne Kuh. Ich hatte damit schon 10-mal mehr Follies als du. Zeig mich durch Lichter und Kerzen und andere Bräuche. Du bist ein Glühwürmchen und ich ne große Leuchte. Ja, auf jeden Fall sehr inspirierend. Oh, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Aber jetzt will ich natürlich auch meine Zipfelmütze in den Ring werfen und habe folgenden Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Miniaturen 3D drucken lassen von mir im sexy Christkind-Kostüm? Also ich persönlich finde das ganz geil. Jetzt ist die Frage, will jemand widersprechen? Cynthia, Dietmar, Chantal, Nikolai. Unsere Feminismusbeauftragte vielleicht? Nein! Super! Dann ist das quasi abgeschlossene Sache. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Das wird großartig. Ne? Alle Jahre wieder kommt das Christuskind.